Bei einem Brand Dienstagabend in Baden ist laut Polizei eine 48-jährige Frau schwer verletzt worden. Das Feuer ist gegen 20 Uhr in einer Kellerwohnung ausgebrochen. Die Frau ist von Flammen erfasst worden und ins Freie gelaufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr ist die Frau brennend am Gehsteig gelegen und musste von den Einsatzkräften abgelöscht werden. Die Verletzte ist ins AKH Wien geflogen worden. Die Polizei ermittelt. Und 1,5 Stunden haben die Einsatzkräfte versucht, die Frau zu stabilisieren, bevor sie vom Notarzt-Hubschrauber ins Spital abtransportiert wurde. Da das Gebäude stark verraucht gewesen ist, ist die restliche Wohnung und Räume aufgebrochen worden. Es hat sich aber niemand mehr in dem Objekt befunden. Die Polizei berichtet von einem massiven Atemschutzeinsatz. Der Brand selbst ist rasch gelöscht worden. Ein zweiter Bewohner soll eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben. Er ist ins Landesklinikum Baden ambulant behandelt worden. Die Tochter der Verletzten soll sich ebenfalls eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen haben. Die Brandursache steht vorerst nicht fest. Unter anderem soll im Zuge der Ermittlung die Kleidung der Frau sichergestellt werden.